Hallo liebe Freunde, vielen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Es ranken sich viele Theorien drüber, wie Scar zu seiner Narbe kam. Heute wollen wir uns 4 Theorien anschauen. Ui, toll! Doch bevor wir jetzt damit beginnen, möchte ich euch schon darauf aufmerksam machen, dass ihr am Ende des Videos rechts oben abstimmen könnt, welche Theorie euch am besten gefällt oder an welche Theorie ihr eher glaubt. Außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, dass es auf meinem Kanal täglich Zeichenstreams gibt, welche zwischen 18 und 20 Uhr starten. Also falls ihr die Entstehung meiner König der Löwen Comic-Seiten sehen wollt oder die Seiten generell vor der Veröffentlichung sehen wollt, schaut gerne vorbei. Aber wieder mal genug der Eigenwerbung und starten wir jetzt los mit dem Thema. Ja, vergib mir, wenn ich vor Freude nicht in die Luft springe. Ich hab's im Kreuz, weißt du. Scar ist ein schlanker Löwe mit braunem Fell und schwarzer Mähne und einer Narbe über dem linken Auge. Aber wie kam der Bösewicht zu seiner Narbe? Life's not fair, is it, my little friend? Die Schlange. Unsere erste Theorie ist eigentlich gar keine Theorie, sondern die von Disney bestätigte Geschichte zu seiner Narbe. In der Serie Die Garde der Löwen sehen wir nämlich, wie der Bösewicht seine Narbe erhält. Er wird von einem unbekannten Löwen ins Schattenland gelockt, wo eine Schlange bereits wartete und ihn kurzerhand attackierte. Daraufhin schleudert er Scar beide mit dem Gebrüll weg. Das Ganze erklärt Scar in dem Lied, wie ich zu Scar wurde. Den Link zu dem Lied findet ihr in der Videobeschreibung. Kampf um den Thron. Die zweite Theorie ist nicht wirklich eine Theorie, sondern auch eher bestätigt durch das Remake. Aber bevor ihr jetzt fragt, wie das möglich sein kann, wenn die erste Theorie schon bestätigt ist, da sich das Remake zum Original etwas unterscheidet, nehme ich an, dass beide in verschiedenen Universen spielen. In dieser Theorie erfährt man durch ein Gespräch zwischen Mufasa und Scar, dass es zu einem Kampf zwischen den beiden Brüdern kam, weil Scar den Thron für sich beanspruchen wollte. Die Narbe erhielt er also in seinem verlorenen Kampf. Der ungeliebte Sohn. Unsere dritte Theorie ist eine reine Fantheorie. Diese besagt, dass Scar die Narbe von seinem Vater erhalten hat. So wie ich es rauslesen konnte, spielten Scar und Mufasa als kleine Kinder, wobei sich Mufasa ein Bein brach. Daraufhin wurde Scar, damals noch Taka, von ihrem Vater bestraft. Der Büffel. Unsere vierte und letzte Theorie basiert auf dem Buch A Tale of Two Brothers. In dem Buch will Scar seinen Bruder endlich loswerden und hetzt einen Büffel auf ihn. Dieser greift aber dann plötzlich auch ihn an und erwischt ihn mit seinem Horn am Auge. Welche Theorie hat euch am besten gefallen? Ich persönlich tendiere zu der Geschichte aus dem Buch A Tale of Two Brothers. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar und auch Ideen für die nächsten Videos. Teilt die Videos auch gerne mit euren Freunden. Wenn ihr jetzt noch etwas über den verworfenen Charakter Metur wissen wollt, könnt ihr hier im Abspann rechts klicken. Und links findet ihr die Playlist zu den ganzen König der Löwen Videos. Bis zum nächsten Mal.